Liebe Bücherfreunde in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es meinen Lesemonat vom August. Da möchte ich euch gern die 8 Bücher zeigen, die ich gelesen habe. Es waren diesmal nicht ganz so viele Seiten. 2.997 Seiten waren es genau. Ja, und die Bücher möchte ich euch jetzt gerne im Einzelnen vorstellen. So, dann beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich im August gelesen habe. Und zwar habe ich gleich mit einem historischen Roman angefangen, und zwar mit dem ersten Band einer neuen Reihe von Sylvia Lott, Die Frauen vom Inselsalon. Ja, und von diesem Roman gibt es auch schon eine schriftliche Rezension auf meinem Blog. Da könnt ihr gerne nachschauen. Ich verlinke euch das unten auch in der Infobox. Ja, es ist also der erste Band einer neuen Saga von Sylvia Lott und ich war sehr begeistert, er hat mir sehr gut gefallen. Allerdings habe ich manchmal so ein paar Längen empfunden, aber das ist wirklich nur meine Meinung nach. Er hat 544 Seiten, ist am 11. April bei Blanc-Volet Verlag erschienen und ja, von mir hat er 4 von 5 Sterne bekommen. Wir lernen hier zwei junge Frauen kennen. Die eine arbeitet auf Norderney im 20. Jahrhundert mit ihrer Mutter zusammen in so einer Badeanstalt, wo sie eben die betuchten Damen so das Meer näher brachten. Und die waren dann immer nur so versteckt in solche, anders kann ich mir das nicht vorstellen, in solche, Holzverschläge und da durften sie eben dann drin baden und ja, die junge, Moment, wie heißt sie? Frieda, genau. Frieda wünscht sich aber schon so, so lange in einem Friseursalon arbeiten zu dürfen und da gibt es diesen wunderbaren Inselsalon Filler, heißt der Filler? Fieser, oh, Entschuldigung, Fieser, also der Inselsalon Fieser und aber das scheint wohl nur ein Traum zu bleiben, denn Frieda muss einfach der Mutter da bei dieser Badeanstalt helfen und dabei lernt sie eine junge Dame aus gutem Hause, nämlich Grete, kennen. Und Grete hat wahnsinnige Angst vor dem Meer und durch Friedas Hilfe schafft sie es aber endlich dort einzutauchen. Und ja, die beiden freunden sich an. Und Grete tut Frieda dazu animieren, sich doch mal bei dem Inselsalon einfach zu bewerben oder anzufragen, ob sie da nicht mitarbeiten kann. Ja, und das gelingt ihr dann auch. Und Grete, die Frieda sehr bewundert und eigentlich schon fast ja ein bisschen neidisch um deren Leben ist, die möchte gerne auch eine Ausbildung machen, doch das sehen ihre Eltern nicht so gerne. Eigentlich soll sie gut verheiratet werden und dann den Haushalt ihres Ehemannes führen. Ja, das ist so die Vorstellung ihrer Eltern. Ne? Aber Grete will eigentlich was ganz anderes. Sie würde gerne Krankenschwester werden. Und ja, ob sie es schafft, ihre Eltern dazu überreden. Und natürlich spielt auch die Liebe sowohl bei Frieda als auch bei Grete in diesem Roman eine wichtige Rolle, die ihr Leben schon sehr beeinflussen kann. Ja, ihr könnt euch gerne meine Rezension anschauen. Wie gesagt, ich verlinke sie unten in der Infobox. Dann kommt ihr direkt dorthin, wo ich meine schriftliche Rezension abgegeben habe. 4 von 5 Sterne hat das Buch von mir bekommen. Und ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung dieses Romanes. Ja, der zweite Roman, den ich im August gelesen habe, war ein Liebesroman, ein sehr, sehr schöner Sommerentspannungsroman. Ich spreche von Mein Herz in Alaska von der Autorin Kerstin Sonntag. Er ist am 22.04. diesen Jahres erschienen, hat 322 Seiten und ich durfte ihn als E-Book lesen. Deswegen blende ich euch hier den Klappentext ein. In diesem Roman lernen wir Ivy kennen. Ivy befindet sich in ihren Flitterwochen und erlebt da
etwas Schreckliches. Auf jeden Fall scheitert ihre Ehe daran. Und als sie zurück zu Hause ist, tut sie sich quasi förmlich in die Arbeit stürzen. Und ja, so weit, dass sie irgendwann ja so ein Burnout bekommt bzw. zusammenbricht. Ihr Arzt empfiehlt ihr eine dringende Auszeit und er hat eine Bekannte in Alaska und da bietet er an, dass er eben für Ivy mit dieser Bekannten, ich weiß jetzt nicht, was eine Tante oder das kann ich euch gar nicht mal genau sagen, auf jeden Fall bietet sie ihr an, mit ihr Kontakt aufzunehmen und dass sie dann da ihr ja sich erholen soll. Ivy stimmt dem Ganzen dann zu, nachdem sie selber merkt, dass sie einfach am Ende ihrer Kraft ist. Und so fliegt sie nach Alaska. In Südalaska angekommen, soll sie, dachte sie, von dieser Bekannten abgeholt werden. Doch da ist ein junger Mann, der mit einem Hubschrauber sie weiter in das Dorf oder in das kleine Städtchen Tikatna hintransportieren soll, da wo die Bekannte eben ihr Haus hat. Ja, Jack ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr geheimnisvoller Mann, der sich in Schweigen hüllt, der sehr unnahbar erscheint. Aber Ivy bleibt nichts anderes übrig, als zu ihm in den Hubschrauber zu steigen und er bringt sie dann eben nach Tikatna. Ja, Ivy beginnt sich zu erholen, sie fühlt sich da wahnsinnig wohl, immer wieder begegnet ihr Jack, doch an ihn scheint sie nicht ranzukommen, obwohl sie doch schon Gefühle so für ihn entwickelt und sich immer wieder wundert, warum er so unnahbar eben ist. Wie das Ganze endet, müsst ihr selber lesen. Mir hat er gut gefallen. Er hat von mir 4 von 5 Sterne bekommen. Meine schriftliche Rezension wird noch folgen. Auf jeden Fall kann ich euch diesen wunderschönen Liebesroman von Kerstin Sonntag auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist ein Thriller. Und zwar habe ich PS Morgen bist du tot von Vera Kurian gelesen. Er ist bei Basta Lübbe erschienen, hat insgesamt 448 Seiten und ist am 24. Juni diesen Jahres in den Handel gekommen. Ja, hier lernen wir Chloe kennen. Chloe ist eine von 7 Psychopathen, die in einer Klinik eine Studie absolvieren soll. Ja, nur Chloe ist nicht nur aus diesem Grund dort, sondern sie ist auch deshalb dort, weil ein Kommilitone ihr mal übel mitgespielt hat und sie schwört Rache und möchte seinen Tod. Und zwar innerhalb von 60 Tagen. Doch dann läuft alles ganz anders, denn plötzlich sterben ein Kommilitone nach dem anderen und Chloe bekommt es langsam mit der An Angst zu tun, dass sie selber irgendwann dran glauben muss. Ja, wie es ausgeht, müsst ihr selber lesen. Von mir hat dieser Thriller 3 von 5 Sterne bekommen. Es war ein solides Buch, ein solider, spannender Thriller, aber mir hat der Schreibstil von Vera Kuria nicht so richtig gefallen. Also irgendwie kamen mir ja die Sätze teilweise sehr kompliziert ausgedrückt vor und ja, deshalb 3 von 5 Sterne. Aber wie gesagt, 3 von 5 Sterne ist für mich ein gutes Buch, was lesenswert ist. Dass er mir nicht so hundertprozentig gefallen hat, heißt ja nicht, dass andere ihn nicht super toll fanden. Ja, dann habe ich einen weiteren Liebesroman gelesen, und zwar von einer Autorin, die, ja, von der ich schon mal ein Buch gelesen habe, von Anne Basile, so war ihr Pseudonym. Dieser Roman hat sie jetzt, glaube ich, unter ihrem richtigen Namen, veröffentlicht, Annie Seeberg, Bonus für die Liebe. Ja, das blendet jetzt wieder arg. Ich versuche es mal so zu halten, dass ihr es gut erkennen könnt. Ein ganz, ganz tolles Cover, ganz wunderschön und genauso schön war auch dieser Roman. Er ist am 9. Mai diesen Jahres erschienen. Annie Seeberg hat ihn als Self-Publisherin veröffentlicht.
Er hat 367 Seiten und hat von mir 5 von 5 Sterne bekommen. Davon gibt es schon eine Rezension, eine schriftliche. Auch die verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich war unheimlich begeistert. Also die Charaktere waren toll. Wir lernen dort Lina Böhm kennen und Lina Böhm arbeitet als Immobilienmaklerin und hofft endlich einen Bonus zu bekommen, nämlich Teilhaberin zu werden. Ihre ganze Hoffnung beruht darauf und ihre ja, Mitarbeiter, die glauben auch ganz fest daran, dass sie das wird, aber nein, ein anderer wird ihr vorgezogen. Und dieser andere ist so gar nicht dafür geeignet, so findet auf jeden Fall Lina. Damit aber nicht genug. Jetzt wird sie auch noch nach London geschickt und zwar nach, jetzt muss ich gerade gucken, genau, in einem verschlafenen schottischen Küste wird sie verbannt. Und dort soll sie ein großes Anwesen verkaufen. Das sei ihre Aufgabe. Hinterher könnte sie ja dann zurück. So, das Anwesen entpuppt sich aber gar nicht als so ein tolles, großes, englisches Anwesen. Nein, es ist heruntergekommen, und ja, das ganze Land dort, also das alles, was da diesem Lord oder wie heißt der, Lord Claydon genau gehört, dieses Anwesen ist alles andere als toll und schon gar nicht leicht zu verkaufen. Das einzige Positive daran ist, dass weiter unten, fast am Meer, ein wunderschönes Cottage steht. Und das ist eigentlich der Pluspunkt, denkt sich Lina und denkt, ja, durch diesen Pluspunkt kriege ich das wohl gut verkauft. Ja, aber die Bewohner, die in diesem kleinen Cottage leben, machen ihr das Leben schwer, denn sie bestehen darauf, ein lebenslanges Wohnrecht dort zu haben. Und ja, nun geht der Kampf los. Lord Gladen will dieses Anwesen verkaufen und er behauptet, das würde gar nicht stimmen mit dem Wohnen. Recht und ja, Lina muss sich da jetzt zwischen den zwei stellen und dann ist da auch noch David, der ihr immer wieder über den Weg läuft und der ihr alles ja oder sehr gut gefällt, ne? Aber er ist auch unnahbar und er scheint wirklich gegen sie zu kämpfen, weil seinem Vater gehört dieses kleine Cottage und da leben sie eben drin, auch er mit seinem kleinen Sohn. So, ihr müsst es lesen. Ich war unheimlich gut unterhalten. Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ja, ich habe wieder mal gemerkt, wie der Schreibstil dieser Autorin mich fesseln, mich begeistern kann. Deswegen lege ich es euch ans Herz, diesen wunderschönen Roman zu lesen. Und weiter ging es mit einem Roman und zwar von einer Autorin, die ich so sehr verehre. Also ich kann, glaube ich, lesen, egal was ich, oder egal was ich von ihr lese, ob unter Carol Linden oder unter Christiane Lind. Es ist völlig egal, ich liebe ihre Bücher. Diesmal habe ich gelesen Cornwell Träume im kleinen Katzencafé. Schaut euch bitte dieses wunderschöne Cover an hier unten mit diesen kleinen Katzen. Ach, ich finde es wunderschön. Ja, er ist erschienen am 7. Juli dieses Jahres und hat insgesamt 230 Seiten. Ja, und ich habe dieses Buch innerhalb von 2 Tagen verschlungen. Ich kann immer nur abends lesen, davon abgesehen, aber ich war so, so angetan. Wir lernen in diesem Buch Holly kennen und Holly hat alles auf eine Karte gesetzt und ist nach New York gezogen, um dort ihre Karriere als Architektin weiter auszubauen. Doch alles läuft nicht so wie gedacht. Ihr Lebensgefährte ist so gut wie nie zu Hause. Ihre Wohnung muss sie selber bezahlen. Es frisst fast ihr ganzes Gehalt auf. Und ja, so kommt ein Brief von ihrer Tante aus Cornwall ihr gerade recht.
denn ihre Tante ist verstorben und hat ihr ein Kottage hinterlassen. Doch diese ganze Erbschaft ist mit einem Wunsch der Tante ja, zu bekommen, und zwar, wenn sie aus diesem Kottage ein Katzencafé macht. Ja, eigentlich denkt sich Holly, was soll ich da? Ich kann nicht backen, ich kann nicht kochen, mit Katzen hat sie auch nichts am Hut. Aber sie packt ihre Sachen und zieht nach Cornwall. Dort stellt sie fest, dass ihre Großtante, oder ihre Großtante ist es, glaube ich, gell? Genau, Großtante, dass ihre Großtante schon mit dem Bau begonnen hat, und zwar mit dem brummigen Handwerker Nikolas. Genau, Nikolas. Der hat mit der Großtante schon begonnen und möchte eigentlich alles so weitermachen wie mit der Großtante besprochen, hat aber die Befürchtung, dass Holly jetzt alles auf den Kopf stellt. Ja, und Holly als Innenarchitektin ist natürlich da eine ganz schöne Konkurrenz für Niklas. Sie begegnet diesem Handwerker und stellt schnell fest, dass er alles andere als nahbar ist. Er lässt nicht mit sich reden, wenn er überhaupt mal redet. Er ist ein Sturkopf. Er ist ja überhaupt nicht das, wo Holly sich vorgestellt hat, ne? Dass er ja, dass er mit ihr zusammen dieses Katzencafé aufbaut und dass er auch auf ihre Wünsche eingeht. Einzig ein Surfer Cooper, der steht ihr bei, den hat sie kennengelernt am Strand. Und ja, wie das Ganze ausgeht, müsst ihr selber lesen. Jetzt war es schon fast meine Rezension, gell? Aber ich mache dazu noch eine schriftliche Rezension, versprochen. 5 von 5 Sterne hat es von mir bekommen. Und wenn ihr die Autorin noch nicht kennt, dann lest sie und lest alles von ihr, weil sie ist wirklich wahnsinnig begabt in vielerlei Richtungen, in vielerlei Genre. Aber das war ein wunderschöner Wohlfühlroman. Der nächste Roman war wieder ein historischer Roman. Und zwar habe ich von Bettina Storks, einer Autorin, die ich euch wirklich empfehlen kann, die Poesie der Liebe, Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Er ist im Aufbau Verlag erschienen am 16. August, hat insgesamt 430 Seiten und kostet im Handel 14,40 €. Ja. Wieder ein ganz, ganz hervorragendes Cover. Und wir reisen ins Jahr 1958. Hier ist der Dramatiker Max Frisch, der sich in die Literatur, in den Literaturstar Ingeborg Bachmann verliebt. Ingeborg Bachmann verliebt sich auch in ihn, aber sie hat Schwierigkeiten, ihre Freiheit aufzugeben. Und so ist zwischen den beiden nicht immer alles so ganz friedvoll. Außerdem hat sie ihre vergangene Liebe, nämlich Paul Celan, noch nicht so ganz überwunden, wenn sie, wie gesagt, für Max Frisch auch Gefühle hegt. Ja, mehr will ich über den Roman gar nicht erzählen. Ihr könnt ja über die Personen recherchieren. Ich kann nur so viel sagen. Bettina Storks hat unheimlich gut recherchiert, hat diese Liebe zwischen den beiden, die Personen selber ganz, ganz hervorragend recherchiert. Und ich bin ja so jemand, ich gucke dann selber im Internet, was gibt's da drüber. Ich meine, den Ingeborg-Bachmann-Preis, den kennt wahrscheinlich jeder Leseliebhaber, und von dem her brauche ich da nicht so viel zu sagen. Aber es war wahnsinnig interessant, diese Beziehung zwischen den beiden so lesen zu können. Natürlich hat sie auch eine Geschichte drumherum gewoben, aber der Inhalt, was die beiden betrifft, der ist eben genauso passiert. Hier schreibt jemand: ein so bewegender wie hervorragend recherchierter Roman über die Liebe zweier Ikonen der Literatur. Ja, und da kann ich mich nur anschließen diesen Worten. Meine Rezension wird noch folgen. Dann habe ich wieder einen Roman zugeschickt bekommen von der Autorin, deren Bücher, deren Thriller ich
unheimlich gern mag. Und zwar spreche ich von Catherine Shepherd, der Bewunderer. Hier handelt es sich um einen weiteren Teil der Laura Kern-Reihe. Er ist im Kaffel Verlag erschienen, hat 336 Seiten und ist am 28. Juni diesen Jahres erschienen, kostet im Handel 10,99 €. Ja, Laura Kern, ich habe bis jetzt alle Teile von ihr gelesen. Ich glaube, das ist der siebte, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der siebte Band aus der Laura Kern-Reihe. Sie ist eine Spezialermittlerin und sie wird zu einem Leichenfundort bestellt. Und ja, da erwartet sie sehr Bizarres. Sie findet dort eine Frau, die aufgebahrt ist wie auf einem Gemälde. Sie hat ein schwarzes Kleid an, rote High Heels. Sie liegt da wie in einem Gemälde und sie hat aber auch eine Schwimmweste an und Laura Kern weiß überhaupt nicht, was sie damit natürlich anfangen soll. Und ja, sie schafft es kaum, von diesem Anblick wegzuschauen, weil es einfach so bizarr ist. Ja, ob sie den Fall wieder rausbekommt, ob es noch weitere Tote gibt, und ich kann euch sagen, ja, die gibt es. Lest es. Es ist der siebte Band. Man kann aber im Endeffekt alle Teile extra lesen. Es sind immer neue Fälle. Aber man lernt natürlich vom ersten Band erstmal Laura Kern kennen, auch die ihren Kollegen und ihr Lebensgefährte. Und das macht natürlich schon einiges aus, wenn man die schon kennt. Ne? Also von dem her würde ich euch, wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, empfehlen, mit dem ersten Band anzufangen. Ich habe mich gefreut, jedes einzelne Band darüber zu lesen. Ich mag auch unheimlich gern ihre Zonsreihe oder dann eben die Julia Schwarz, die ist Rechtsmedizinerin. Da gibt es auch schon einige, ja, ich glaube auch sechs Bände. Also tolle Bücher von Catherine Shepherd. Ich lege es euch ans Herz, holt sie euch. So, der letzte Roman, den ich im August gelesen habe, hat mich unheimlich berührt, hat mich erschüttert, obwohl ich ja weiß, was damals passierte, 1972 in München. Aber Petra Mattfeld hat in ihrem Buch München 72 diese Geschichte erzählt, drumherum natürlich mit fiktiven Personen, aber eben Personen, die dort bei diesem Schicksal ja, auch anwesend, also fiktiv sind fiktive, keine anwesenden Personen, aber nach Erzählungen von damals anwesenden Personen, so rum muss ich sagen. München 72 ist erschienen am 25.07. dieses Jahres bei Blanc-Volley und hat insgesamt 320 Seiten. Kosten tut er 16 €. Ja, wir haben ja jetzt erst im September im Fernsehen viel davon gehört, ne? Es war das 50. Jahrestag dieser Olympischen Spiele, wo dieses grausame Attentat stattfand. Und man hat jetzt das 50-jährige ja, gefeiert, kann man so sagen, weiß ich nicht. Man hat einfach an diese toten Israelis gedacht, die da eben von Terroristen gefangen genommen wurden und letztendlich auch getötet wurden. Ja, Petra Mattfeld kennen viele von euch als Karen Benedict oder Ellen Carster. Da schreibt sie historische Romane. Hier unter Petra Mattfeld sind ihre Thriller erschienen. Für mich war es jetzt der erste Thriller, den ich gelesen habe. Und ich muss sagen, sie hat mich mit ihrer Story sehr beeindruckt. Ja, plötzlich, ich meine, wo das damals passierte, war ich noch ein kleines Mädchen und habe das natürlich überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Und ja, aber durch ihren Roman habe ich mich jetzt doch vermehrt mit der Geschichte damals auch auseinandergesetzt, als dann noch diese Gedenkfeier von ihnen, von den Israelis stattfand. Ja, hat mich natürlich das sehr berührt. Einfach weil es so, ja, gerade so gut zusammenpasste mit dem Buch und mit der Feier. Und
hat mich dann natürlich mehr interessiert, wie wenn ich vielleicht davon gar nichts hätte so groß gewusst. Natürlich weiß man, was damals in München passierte, dass eben ein Terroranschlag auf israelische Kämpfer, passiert ist. Und Petra Mattfeld lässt eben einen Jungen mit Namen Roman, der da als Ringer mit von den Israelis war. Er war dann einer der Gefangenen. Was natürlich am Schluss mit den Gefangenen passiert, das wissen die meisten. Ich wusste es nicht ganz. Und deswegen habe ich dieses Buch als unheimlich erschreckend empfunden und also wegen der Geschichte, ja, nicht wegen Petra Mattfeld Schreibstil. Um Gottes Willen, der war hervorragend. Ich war gefangen von dieser Geschichte und er hat von mir auf 5 von 5 Sterne bekommen. Aber ja, ich habe zwischendurch wirklich den Atem angehalten und hatte immer so sehr gehofft, weil ich wollte erst das Buch lesen, bevor ich mich im Internet damit mehr beschäftigt hat. Und dann kam hinterher auch erst diese Feier und ja, erst dann wurde mir alles so richtig klar, was damals passiert ist. Ja, wie gesagt, ich war damals noch ein Kind, aber Petra Mattfeld hat hier einen wunderbaren, spannenden Thriller geschrieben mit fiktiven Protagonisten, aber eben einer, einer wirklich erschreckenden Geschichte, die damals in München stattfand. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es lesen wollt. Ich hatte es ruckzuck durchgelesen. Es war einfach ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, das waren meine Lesebücher, die ich im August verschlungen habe. Eins besser als das andere. Ihr habt es gesehen. Und ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video, nämlich die Neuzugänge vom August, wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.